Ach, Heinz, das wäre mal was für mich. Was? Eine Dose Pilzmandel. Klar, Steiner, ich habe kein Geld. Kannst du dir für einen Feldmäus fangen und eine Handschuhe nähen. Der Turnverein hat geschrieben. Jo. Was? Ja, es war so, nur so ein Zettel, da hat oben drauf gestanden, neuer Saldo. Oh, das sind so eine grüne Kugel, ja? Jo. Das war ein Kontoauszug. Jo, es war ja nur ein Späßchen. Ich hab das doch jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht. Das musst du doch von deinem Sohn erklären lassen. Was hat das jetzt mit dem Turnverein zu tun? Nix, vergiss es. Stefan, der Turnverein schickt doch kein Kontoauszug. Oh. Immer noch. Ah ja, schon gehört, was der Doktor gesagt hat, das kann ein paar Tage dauern. Es ist aber furchtbar, wenn man krank ist. Ich weiß ja auch nicht, was ich immer schaffe. Ich bin doch auch nicht krank. Wann war ich das letzte Mal krank? Ich habe auf der Arbeit während der letzten 20 Jahre nicht einen einzigen Tag gefehlt. Bei uns gibt es welche, wenn ich denen ihre Krankenzeit holen werde, brauche ich für den Rest von meinem Leben nicht mehr schaffen zu gehen. Faulenzer. Und finde ich immer dieselbe. Habe ich die Hand kaputt, ist sie mir so schlechte, kann ich nicht schaffen. Und sie kriegen es ja noch bezahlt. Wenn die Brüder Arbeit ziehen, wird es nicht schlecht. Und wir müssen noch denen ihr mitschaffen. Und muss nicht annehmen, dass da mal einer kommt und sagt, im Gegenteil, die Steuern tun sie erhehe. Krank, wenn ich sowas höre. Heinz, ich kann doch jetzt auch nichts oder vier. In der Zeitung habe ich, wann war es dann, vor kurzem gelesen, eine Frau, 54 A, eine Erkältung, legt sich ins Bett, zwei Tage später war sie tot. Kannst du das? Warum soll ich denn das nicht kennen? Um uns brauchst du da kein Sei jetzt zu machen, wir brauchen dich nicht. Hilde, wir geben die Salatsauce. Gucken wir mal, ob er sich wehrt. Ach Gott, das ist ja schon ein doofer Zeich. Den hast du mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Ah, wunderbar. Das wird jede sagen. Gebt ihm jetzt nichts mehr. Die haben ja jetzt in der Hauptstraße auf der ganzen rechten Seite auf dem Bürgersteig Parkstreife gemacht. Jo, ich hab's gesehen. Also in meiner Augen ist das Quatsch. Du hast eine Frau mit dem Auto vorbei, wird's arg knapp. Du Mensch mit dem Kinderwähnchen. Ach jo, das klappt ja nicht jeder sein Spiegel in. Guten Abend. Der Stefan hatte Haustierschlüssel vergessen. Verletzt. Was für ein Arschloch hat denn da an der Schnur angezogen? Ich. Ist ja besser, wenn wir es vorher mal ausprobieren. Können die mir die Speisekarte haben? Pardon? Karte, hier, La Vacherie. Ah, und hier, Roger. No, no, Sie haben alles gleich. Was? Gleich, wir bekämen gleiches Essen. Nicht nur wie sowas, der wisst doch noch nicht, was ich mir zwischendurch eine kleine Freude mache oder Kompliment. Wenn du weißt, was das ist. Okay, Fatty macht mir auch kein Komplimente. Sollte ja nur das Gefühl geben, dass er nicht ganz im Sonnenstau ist. Wie? Mach doch alles. Putzt, wäscht, kocht, wischelt. Was willst du noch machen? Oh, und dass das nicht immer unheimlicher Spaß macht, kann man sich ja denken, ne? Mir macht auch nicht immer alles Spaß. Macht dir alles Spaß. Da könnte man ja heute oben schon in den Neikisch essen. Es ist doch noch gar nicht alles fertig. Haben wir so alles gelacht. Da hat es mal oben das Nudeln gegeben. Und ich weiß jetzt auch nicht wie, da waren die auf einmal weg. Und da sah da der Hans, da ist es ja gefährlich. Da haben sie ja die Nudeln geklaut. War das so spaßig? Wer war denn das? Hast du den gekämpft? Das ist doch eine verdammte Scheiße, Mensch. Wo bist du dann? Ich leih in der Badewanne. Wo soll ich sein? Ich steh da. Sind dich schon gar nicht. Ich dich auch nicht. Es steckt doch noch was der drin. Der muss längst da sein. Der ist doch sonst so pünktlich. Wann wollte er dann kommen? Er hat gesagt, irgendwann heute Nachmittag. Na, da hat er ja noch ein paar Stunden Zeit, pünktlich zu sein. Jo, wenn man Eisen mal braucht. Anfangs der Woche sagt, soll ich das Eisengestell vom Speicher holen, weil Sperrmüll ist. Drum steht's noch. Und warum? Weil er nicht zuhören. Weil er mit der Ohren und Gedanken woanders steht. Aber wenn es ums Eichne geht, da hat er dann plötzlich Zeit. Der Mutter kann ja springen. Ihr seid gewähnt, dass man eigentlich alles macht. Hast du den Rasenmäher sauber gemacht? Ich möchte nicht gucken, wahrscheinlich ja nicht.
Wenn mir mal die Augen zumache, machst du sie auf. Nur auf deine Ausländerveranstaltungen rumzufallen und dumme Sprich zu kloppen, da lernst du nichts davon. Und statt wenn dass die Ausländer dir immer helfen, Beruf zu finden, die holen dir weg. So sieht's aus. Irgendwann sind nämlich mir die Dumme. Zur Arbeit von 10 Minuten so gestellt und so holen. Aber nee, ihr müsst ja immer fort. Wenn ich früher bei meinem Vater so ein Geschiss gemacht hätte, hier so einen Schluss aufzumachen, der aus dem Bad kommt, hätte man an den Backe geschlagen. Hat nicht nur Rechte, man hat aber auch Pflichten. Ihr wollt immer nur den geringsten Weg mit Mode Widerstand. So geht's ja auch nicht. Wenn ich das gestellt hätte, runter dran, steht's in 100 Jahren noch da oben. Und schon mehr ich auch mal lernen, Verpflichtungen und Verantwortung zu haben. Sehe ich das wenigstens in? Wahrscheinlich ja nicht. Wie ich damals gesagt habe, hol das Gestell runter, hast du jetzt gleich. Ja, gleich. Drauf steht's noch, das gleich dir. Muss nicht annehmen, dass das ein besonderes Zeichen von Intelligenz ist. In meiner Augen ist das stur. Es ist kurz vor vier. Was? Es ist kurz vor vier. Du hast ja erst was von der Uhr gesagt. Ach, was ist denn jetzt mit dem Schlüsseldienst? Die haben Betriebsferien, die kommen ja erst in 2 Wochen wieder. Es wird doch noch ein anderer Schlüsselnotdienst geben. Ja, aber die anderen sind alle mitgefahren. Ich glaube, ihr Hans vertraut nicht mehr all. Ich glaube, ihr sitzt zu meinem Vergnügen hier drin. Emo hätte aber Spaß auf. Der geht so schnell nicht kaputt. Der ist aus Metall. Ajora, trotzdem. Hier ist nur Glasaschebecher runtergefallen. Der war sofort kaputt. Einer von uns raucht hier niemand. Ist auch nicht so gesund. Ja, rauche erst recht nicht. So was soll's ja sein. Wow, der siebte Sinn, das war mal knapp. Was dann? Ah ja, noch nie was von rechts vor links gehört, Mädel. Oh doch, aber Sie wohl nichts. Sie haben sich wohl den Führer schon am Stammtisch zusammengetrunken. Es gibt halt noch keine Frauenspur. Schmalspur, Macho. Macho, Macho. Frau. Ja, das kann ich ziehen. Im Recht hat sie Ärger. Wieso dann das? Das ist ein Dorf rechts vor links. Du kommst aus der Parklücke, nicht aus der Seite raus. Wenn du dich in die fließende Verkehr infädelst, muss ich halt aufpassen. Wer hat eine Führerschein? Ich oder du? Ich fahre 30 Jahre unfallfrei, geht mir das Superhund die Kotflächen abfahren. Oh, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Jeder. Die Art. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Aufpassen soll sie. Komm, das Toilettenpapier, wo der Mutter in der letzten Zeit kauft, das sie so hat, das war wahrscheinlich früher mal Markierungsband an der Baustelle. Aber es ist... Warum gibt es denn zum Beispiel Sammelstelle für gebrauchte Batterien? Das freue ich mich auch, die sind doch dann leer. Warum hast du denn da immer so, ach so heilige Asbestplatte aus dem Keller weggemacht? Hast du nicht gehört, wie gefährlich das Zeug ist? Ah, Umwelt ist für dich also auch nur da im Haus. Was soll ich machen? Das ist Ozonloch zu, Halle. Ja, meinst du, ich muss noch da drüber in die Kosmetikabteilung. Ah, nein, Spachtelmasse. Ich lasse sämtliche Häuser ab. Ach nee, Heinz, das gibt's doch nicht. Du hast den verkehrt rum. Weil du mir den verkehrt rum in die Hand gepascht. Ich habe Hunger. Was gibt's denn zu essen? Gucken auf die Uhr. Wirst du nicht, wann wir essen? Wirst genau, dass wir um 12 Uhr essen? Und wie spät ist es jetzt? Wirst genau, dass wir um 12 Uhr essen? Nicht um 5 Uhr 12 und schon gar erst um 5 Uhr 12. Um 12. Ei, Stefan, dann mach dir doch ein Brot. Nee, das ist genau, dass mir um 12 Uhr essen. Manchmal ist der Eindruck, der macht das extra. Das ist bei meinem Vater gar nicht gibt. Mir zum Essen, der Dober hat nichts mehr bekommen. Aber der heutige Jugend muss dir das Essen noch not dran. Da fehlen mir die Watte. Und du musst noch unterstützen. Heinz, du musst doch was essen. Na, Junge, um 12. Das weiß der ganz genau. Wenn du noch mal so spät kommst, kannst du in die Wirtschaft essen gehen, wenn du Geld hast. Du musst ganz genau bei mir essen. Jo, um 12. Mittags um 12. 12 Uhr mittags. High noon.